ja noch. Mach dir keinen Gedanken über irgendwelche Scheiße da. Ich hab noch ein bisschen was an Items da. Also, einmal ein Aufwecker rein. Dann will ich dieses Warlock unbedingt. Ich wollte Lebenbrühe gerade einsetzen. Das klingt aber gut. Jetzt habe ich meine Batterie Wasser. So. Ah, Level 46 für Galoppa. Die verändern sich halt alle im gleichen Levelbereich. Ich bin jetzt mit 39. Aber das liegt daran, dass es halt zuletzt erst gefangen wurde. Dementsprechend. Das ist halt jetzt blöd. Ja, ich würde mal lassen, ob das mich da hoch. Diese Astrainer hier. So, da. So, jetzt muss ich da überlegen. Nee, doch nicht. Dann müssen wir doch da hoch. Dann nehmen wir die Trainerin hier mit. Die fallen in Arena, heißt sie auch nicht ein, was? Wenn du während des Kampfes keinen schönen Kopf bewahrst, bist du verloren. Ah ja, mach dir doch keinen Kopf. Krieg dich doch trotzdem. Rebecca mit Philippa. Ich bräuchte sowas wie ein Donnerschlag oder sowas. Das wäre natürlich gleich ein Ja. Ich hab sicher gesehen, sie kriegt jetzt Philippa aus dem Schein. Wie sind sie eigentlich? Das Wasserflaschen verkehrten. Das geht auch eher auf Status-Attacke. Rückenwind pusht uns, glaube ich, ein bisschen Initiative kurzfristig. Ja, mein Gott! Lass mich doch einfach in Ruhe. So, Vitale, weiter noch sicher auf die Mesa. Dann muss ich wechseln. So, was hast du jetzt als nächstes? Polian befasst Level 46. Stalos. Stalos hast du? Okay. Eigentlich wollte ich jetzt nicht den Polio mit einsetzen. Stalos kennen wir ja tatsächlich aus der vorigen Arena von Adam. Der hat ja Stalos. Adam. Adam heißt das. Schön. Fühlt sich gut an. So. Du hast Robustheit, du Arsch. Hagelalan jetzt gewinnt, wärst du trotzdem weg gewesen, hätte deine Attacke auch nicht gebracht, aber du hast schon. Okay, du hast. Du hast so Boostheit. Dann gibt's noch genug Geld. So, nehmen wir zum. Und den Bullion erreicht den Boost 40. Schnee, der gebraucht hat jetzt. Weiß nicht, das brauche ich nicht. Nächstes Elektro-Boss-Elektro-Boss-Elektro-Boss. Das heißt, mit Schneebedeck sollte ich möglicherweise ein gutes Pokémon haben, das ich umgehen kann. So. Rasierblatt! Ja, geil, Flinklaue-Trigger. Ja, deswegen habe ich es auch eingesetzt. Weil. Das ist vielleicht ein bisschen weniger die Level. Hätte man auch noch nicht ganz Level. Hätte nicht ganz die. Also etwas weniger die Hälfte. Das heißt, ein weiterer Attack sollte ohne Probleme sein. Er sollte kein Problem haben. So, also noch. Das hat weniger als die KP. Das heißt, eine weitere Attacke rasierbar sollte ihn killen. Warum wir nochmal anfangen darf, weiß ich nicht. Jetzt hast du es trotzdem hinter dir. Was mit. Weiter im Bereich Level 44. Schneebedeck ist bald durch. Ich glaube, wenn alles gut läuft, sollte es eigentlich durchaus möglich sein. Schneebedeck durch die Arena zurück. So, als Rettung mit einem Rex Bizarre. Da. So. Kugelmilch rein. Ah, Kugelmilch rein. Ich setze jetzt Schneebedeck nach vorne natürlich, weil. Okay.
Kugel da wegkriegen? Ach nee, ne? Warte ich. So. Ja, es ist nicht so ganz einfach, dieses Spiel. Es ist nicht so 100% einfach. Na, willst du dich schlapp? Hast du einen guten Trainer? Macht eine körperliche Fassung und kann richtig die Rechnung. Ja, nochmal. Die Rätsel sind nicht ganz so einfach. Die Rätsel sind nicht so ganz so einfach, aber die kriegen wir schon. Sneeble. Sneeble. Bist nicht ernsthaft auf ein weibliches Liebe. Du bist nicht ernsthaft auf ein scheiß weibliches Liebe. Ach, das ist Liebe, tatsächlich, ja. Gut, dann machen wir das ganz anders. Dann spielen wir das Spielchen nimmt ein bisschen mit und dann kann deine Anziehung, kannst du mich mit deiner Anziehung, jetzt machst du Anziehung mal. Weil Galoppa finde ich jedenfalls nicht. Ich habe tatsächlich auch nur ein weibliches Pokémon im Team und das ist eben halt Galoppa. Ja, weil ich ein bisschen mehr auf die Geschlechter achte und Galoppa ist für mich viel weiblich halt. So. Einmal ja, drauf, letzte drauf. Ich kann auch mal noch angreifen, das ist eh egal gewesen. Aber, ja, ich bin zufrieden mit meinem Team, muss ich sagen. Warte, wie findet ihr es? Habe ich so weit, dass ich mit dem Pokémon mit dabei. Toxa. Okay. Toxa. Dann eher ein Fall für digitale Psychokinese, weil Toxa ist ein viel besser als ich. Ich könnte, die braucht man auch noch bei den Einfachen. Ich glaube, Tantacha ist so tatsächlich das letzte Pokémon, was ich kriege vor dem Pokémon. Ich brauche ja einen vollen Pokédex, um den Nationaldex zu kriegen. Tantacha haben wir noch nicht gesehen, das kriegen wir mal gut. So. Ich weiß nicht, ich hatte das mal irgendwo gesehen in der Vorschau bei Pokémon Diamond Pearl, da schon irgendwo drin war. Auch wenn das Problem mit dem Tacker zu sehen war. Immerhin, das ist kein Problem. Ich glaube, auf gute 218, glaube ich, gibt es das in der Wasserbrücke. Steht gut. Ist damals ein Assassin's Creed, den haben wir da gefunden. Ich glaube, das müssen wir nämlich auch noch machen. Ja, was wollen sie dann auch noch machen, um den Decks voll zu kriegen? So, Metallisch. Es ist Level 46. So, reicht das jetzt schon? Ne, wir sind mal mit 40, ne? Wir brauchen nur noch, mein Freund. Wir sind noch einmal 85. Super, dann auch weg. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier kriegen. Jetzt muss ich da irgendwo da oben durch, ne? So, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich auf die andere Seite komme. So, das. Das. Da hoch. So. So. Perfekt. Sehr gut. Dann haben wir das auch weg. So, dann müsste ich. Ja, doch, ich müsste jetzt alle haben. Jetzt müssen wir noch zum Eingang zurückkommen irgendwie und dann sollten wir. Sollten wir zu Frieda durchgehen können.
Wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht, wenn ich jetzt immer falsch gemacht. Seht ihr? Haha, da sind wir doch schon. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon so lange auf einen starken Trainer wie dich. Ach, ich war. Ich bin stark. Ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Halt dich bereit zu verlieren. Och, keine Sorge, kleine Frieda. Wir kriegen da schon irgendwie auf die Reihe. So, du hast 4 Pokémon. Fängst aber mit einem Schneebedeck an. Okay. Gut. Schneebedeck gegen Schneebedeck. Was hast du nur für ein Level? Hast du schon Level 40 oder bist du noch ein Ticken drunter? Du könntest mit 38 sein. 38. Gut, dann gehe ich auf Blizzard. Blizzard. Du bist eine Lawine. Okay. Gar nicht so doof, da mal auf Lawine zu gehen. Gut, Blizzard killt das im zweiten Versuch. Reicht es noch nicht ganz. Das bleibt. Das war mir fast klar, dass du jetzt auf Militaris gehst. Ist vom Typ K, ist auf jeden Fall vom Typ Kampf. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Möglichkeit und ich gehe auf Kampf. Ja. Warum ist ausgerechnet jetzt Militaris einsetzen? Wird das wie Kampf wahrscheinlich Eis-Sieb. Das würde mich nämlich auch nicht wundern, dass ein Eis-Pokémon ist. Also, drauf mit Aeroas, wenn ich Glück habe. Jawohl. Das ist Steinhagel. Danke Kramut, du hast es überlebt, aber das wird jetzt durch den Steinhagel auch. Beide werden es wahrscheinlich fallen jetzt. Es werden wahrscheinlich jetzt sogar beide fallen. Nein, ernsthaft nicht. Habe ich den Trio-Attacken? Hab ich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt auf Spukball. Und richte mich schon auf das nächste Pokémon von ihm ein. Du solltest es. Ich hoffe nicht, dass du es jetzt auch kannst. So, deine Spezialverteidigung sinkt, damit sollte es eigentlich klar sein, dass ich dich jetzt im zweiten Versuch. Die Attacke gesessen. Ja, auch die gute Frieda, die bringt uns gerade so ein bisschen zum Nachdenken. Aber das kriegen wir schon. Stimmdeck erreicht Level 40, wie ich angekündigt habe. In dieser Folge gibt es noch eine Entwicklung zu sehen, und zwar die von Stimmdeck. So, Stimmdeck. So, Stimmdeck ist jetzt mehr oder weniger. Okay, doch nicht. Doch. Doch nicht. Reicht trotzdem für einen Running KO. So, Rexblizzard. Solltest du mit Talents killen, kriegst du es voll mit Galoppa zu tun. Das ist klar. Das ist also ihr Notfall-Pokémon. Das ist die Entwicklung, die wir gleich haben.